Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Es ist mal wieder soweit. Das letzte YouTube-Video ist einfach 6 Monate her. Das war das Video von meiner Schulteroperation. Heute, 6 Monate später, turne ich wieder meinen ersten Mehrkampf. Und das ist ziemlich krass, weil die Prognose vom Arzt war eigentlich, dass ich nach 6 Monaten gerade mal wieder am Barren irgendwas machen kann. Deswegen bin ich sehr stolz auf mich. Ich kann mir auch gerade selber auf die Schulter klopfen. Habe ich, glaube ich, gar nicht so schlecht gemacht mit der ganzen Reha. Ja, heute steht Bundesliga an. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Das wird mein erster Mehrkampf sein seit der Schulter-OP, wo ich wirklich alle Geräte mit allen Schwierigkeiten mache, mit allen Anforderungen. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ich freue mich unglaublich. Ich fühle mich auch richtig, richtig gut. Ich habe richtig Bock. Und deswegen gibt es heute einen Wettkampf-Vlog. Und schreibt mal gerne. Okay. Und schreibt mal gerne. Und schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr euch so für Videos wünscht. Da werde ich auf jeden Fall auf eure Wünsche eingehen. Und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Bei mir gibt es jetzt erstmal Frühstück, wie immer mein Protein Porridge. Also das Frühstück hat auf jeden Fall sehr gemundet. Ich lasse es ja sowieso jeden Tag. Ich werde mich jetzt hier gleich an meinen Schminktisch hocken, dieses Gesicht hier ein bisschen schminken. Und guck mal, ich wollte euch noch kurz was zeigen. Ich habe gestern Blümchen bekommen von meinem Freund. Schön, oder? Das hat mich mega gefreut. Ich habe mir gedacht, während ich mit hier ein bisschen Schminke ins Gesicht haue, kann ich euch ein bisschen was erzählen, was viele gefragt haben. Und zwar Thema Wettkampfangst, wie ich mit Nervosität und sowas umgehe. Ich sage euch generell, ich versuche einfach Spaß zu haben. Also ihr müsst euch überlegen, warum macht ihr den Sport? Weil es euch Spaß macht, im besten Fall. Und wenn es euch keinen Spaß macht, solltet ihr das Ganze irgendwie eher ein bisschen überdenken. Und dann versuche ich halt auch einfach, das umzusetzen, was ich im Training gemacht habe. Also ihr müsst euch denken, der Wettkampf ist ja jetzt auch nicht so was krass anderes wie jetzt im Training. Klar, im Wettkampf sind Zuschauer da, es ist eine andere Geräuschkulisse, es sind Kampfrichter da, es muss auf den ersten Versuch klappen. Aber im Prinzip, der Balken bleibt ein Balken, der Barren bleibt ein Barren und auch die anderen Geräte sind im Prinzip gleich. Und das, was ihr monatelang im Training trainiert, ist ja genau dafür da, es im Wettkampf zu zeigen. Deswegen versucht einfach nicht großartig andere Dinge auf einmal zu machen, wie versuchen am Sprung schneller anzulaufen oder exakter die Handstände zu machen, sondern macht einfach so, wie es im Training gewohnt seid. Und noch eine Sache, die ich mache am Tag vorm Wettkampf, ist vorm Schlafengehen meine Übungen im Kopf einmal durchzugehen. Perfekt, ich habe mich hier richtig vermalt. Genau, also ich mache halt die Augen zu und dann gehe ich meine Wettkampfübung an jedem Gerät einmal durch, weil ihr müsst verstehen, dass ihr im Traum ganz viele Dinge quasi verarbeitet. Und wenn ihr quasi vorm Schlafengehen die Wettkampfübungen noch einmal durchgeht, verklickert ihr eurem Gehirn, hey, ihr könnt es. Und ihr macht es einfach am nächsten Tag genauso, ohne Stress, ohne Druck. Und dann wird es gut. Und eine letzte Sache, die ich noch mache, ist am Wettkampftag, was Ernährung angeht, nicht großartig irgendwelche anderen Dinge zu essen, zu meinen, ich muss jetzt von irgendwas mehr oder weniger essen, damit ich, keine Ahnung, mehr Energie habe oder irgendwie möglichst leicht bin oder whatever. Macht es genau so, dass es eurem Körper gut tut und esst Dinge, wo ihr wisst, hey, mein Körper verarbeitet das gut, das liegt mir nicht unbedingt schwer im Magen. Weil wenn euer Körper am Wettkampftag noch überfordert ist, weil ihr irgendwie neue Sachen ausprobieren wollt, dann wird schon gleich dreimal nichts. Deswegen keine Experimente am Wettkampftag, einfach machen, was ihr gewohnt seid. So, meine lieben Palmarinas, das ist ja unser Community-Name auf Instagram, finde ich irgendwie sehr cool. Mein Make-up ist jetzt fertig und ich werde jetzt noch einmal den Tanz durchgehen, den wir bei der Bundesliga machen müssen. Weil es gibt ein vorgegebenes Lied und jedes Team muss zum Einlaufen einen Tanz auf das Lied machen. Und jedes Mal bereitet uns das so viel Stress, weil ihr müsst euch halt vorstellen, die Übungen macht ihr ja im Training 100.000 Mal und es sitzt aber dieser Tanz, wir sind ja keine Tänzer und jedes Mal haben wir so Schiss vor diesem Einlauftanz, deswegen muss ich das jetzt nochmal durchgehen. Ich glaube, die Musik kann ich euch nicht dazulegen, weil ich kriege sonst Urheberrechtsprobleme, aber ich musste nochmal durchgehen. Ich habe so Angst, dass ich das, die Schritte verkacke und so. Thank you.
hier mal eine kurze Overview, was alles in meiner Wettkampftasche mit dabei ist. Ich mache jetzt mal kurz und schnell Durchlauf. Das sind meine Handgelenkschützen, brauche ich für Boden, weil sonst meine Handgelenke schmerzen. Das sind meine Drehsocken, der hier ist für Balken. Und für Boden nehme ich im Wettkampf immer den ganz neuen, damit der richtig gut dreht. Zum Barrenschmieren einen Schirm, meine Spritzflasche und zwei Magnesia-Bollen. Für zwischendurch einen Riegel von More Nutrition. Ich liebe den einfach, der ist sau lecker. Ein paar Traubenzucker für zwischendurch, für Energy, mein Trainingsanzug von Bergheim, Arschkleber, müssen die meisten wissen, wofür. Da sind meine Riemchen drin, da ist meine Bodenmusik drauf gespeichert. Leute, habt ihr schon mal so einen coolen USB-Stick gesehen? Ich glaube nicht. Ersatzriemchen, immer wichtig, falls nämlich meine Riemchen reißen, habe ich 10 Sekunden Zeit, mir neue anzuziehen. Meine Erdnuss zum Rückenknacken, natürlich mein Turnanzug, eines der wichtigsten Dinge, hautfarbenes Sport-BH und die coolsten Schlappen ever, ich sag's euch. Die glitzern einfach so nice. Die haben wir damals bei der EM alle zusammen gebastelt. Eure Häuptlingspalmarina ist fertig. Die Palme sitzt auf jeden Fall. Da kommt nachher dann noch ein Haken hier drum, aber das mache ich erst nachher, weil sonst schallert es wahrscheinlich Kopfschmerzen des Todes. Ich habe auf jeden Fall Bock. Und dann würde ich sagen, cruise ich jetzt zum Wettkampf. Ich habe ein Gefühl, das wird ein richtig guter Wettkampf. Let's go! Hallo meine Lieben, ich dachte, zu dem ganzen Spaß mache ich hier mal ein Voice-Over. Hier seht ihr unseren Einlauftanz, der war mehr oder weniger synchron, eher weniger. Dann ging es an Balken und so schnell wie ich auf den Balken war, war ich dann auch schon wieder unten. Bin leider direkt in andere Runde geflogen, ist ein bisschen undankbar. Aber der Rest der Übung war okay, Flickspreiz war sehr gut, Tauchdrehung war ein bisschen windig. Beim freien Rad war eine Windböe am Start, ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Da musste ich ein bisschen kämpfen und der Abgang war dann wieder gut, also ja. Für einen Start in den Wettkampf nicht so optimal. Dann ging es weiter an Boden. Das war sehr, sehr gut. Ihr seht hier einen wunderschönen hohen Doppelsalto, den ich richtig gut gelandet habe. Und auch hier die Spreizwinkel waren richtig gut. Ich habe ja eine relativ neue Bodenübung. Da habe ich versucht, ein bisschen am Ausdruck zu arbeiten. Und das sieht, ich blende euch mal ganz kurz ein paar Bilder ein. Das sieht man auf jeden Fall, dass ich daran gearbeitet habe, finde ich. Dann kam die letzte Bahn. Die war auch ganz schön. Und schaut euch mal diesen wunderschönen Durchschlagring an. Lieb's maximal. Das war dann hier noch der letzte Sprung und dann dachte ich so, yes, das war eine gute Übung und dann ging es weiter an Sprung. Hier seht ihr mal meinen Einton-Überschlag, da komme ich mit richtig Wumms angeflogen. Das war dann mein Wettkampfsprung, der war auch richtig schön solide, habe ich mich echt gefreut, weil bei dem Sprung entscheide ich immer spontan, ob ich mit halber Schraube mache oder nicht. Und dann ging es an Barren. Leute, ich habe die Barrenübung meines Lebens geturnt. Der erste Handschuh war natürlich nicht, weil da habe ich immer Angst, dass ich überkipp. Den Jäger habe ich richtig schön gefangen und dann, Leute, guckt euch den Handstand an. Oh, ich habe schon fast übergekippt. Der Park war richtig schön und dann dachte ich so, yo, jetzt musst du richtig schnell deine Schultern einsetzen, damit du hängst. Dann war der Chapeau ein bisschen spät, gekämpft, Überfliege in den Handstand. Dann dachte ich so, yo, jetzt ein bisschen Ruhe rein, schön die Handstände austouren. Dann den Konter schön nach oben. Oh, Mama Mia, jetzt musst du kämpfen. Noch den Handstand machen, gekämpft. Riesenganze Weh, du kommst jetzt nicht drüber. Yes, hast du gut gemacht. Und jetzt noch schön den Abgang hinsticken und steh. Wuhu, das war nice. Und da habe ich mich danach echt gefreut, wie man hier sehen kann. Falls ihr euch fragt, wie die Haare nach so einem Wettkampf aussehen, ungefähr so. ja, ihr habt ja meine Übungen gesehen, also ich bin sehr, sehr zufrieden. Klar, am Balken die zwei Stürze hätte nicht sein müssen, aber auf jeden Fall ist dann auch Potenzial nach oben. Am meisten freut mich tatsächlich meine Barrenübung. Die war richtig nice. Und als Belohnung gehen wir jetzt noch mit dem Team Pizza essen. Ich bin jetzt gut wieder zu Hause angekommen. Die Pizza hat auf jeden Fall sehr gemundet. Ich würde sagen, an der Stelle können wir dann auch das Video beenden. Ich hoffe sehr, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn dem so ist, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Ich denke mal, ich werde jetzt des Öfteren wieder Vlogs machen, weil irgendwie hat es mega Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüssi!